So, liebe Leute, die Rallye ist nun vorbei. Für euch fängt sie jetzt im Video an. Vorab nochmal ein großes Dankeschön an meine Sponsoren von www.abenteuer-schatzsuche.de, Jochen Reifenrath, und von der Firma DTI Detector Trade Center André Günther, die die tollen Preise für meine Tombola gesponsert haben, sowie auch für die Rallye. Dann ein großes Dankeschön nochmal an Arns Canis Lupus für die tollen Pokale, die er extra für die Rallye hergestellt hat. Dann ein Dankeschön an einen Bekannten, aber der nicht genannt werden möchte, für die schönen Medaillen für die Plätze 10 bis 13. Dann nochmal ein Dankeschön an die Person, die den MI6 Pinpointer, den neuen, gestiftet hat, für die Kinder zu prämieren. Ja, dann vor allem einen riesengroßen Dank an die Platzbetreiber, die uns dennoch durch die Widrigkeiten von Corona und auch ja im Vorfeld noch andere Sachen uns trotzdem den Platz zur Verfügung gestellt haben. Dann ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an Peter Löhr, den Gastwirt von der Gaststätte Köln-Löhr auf der Baptiststraße, der mich schon seit ja fast 25 oder nee, jetzt schon 25 Jahre begleitet bei der Rallye und immer uns bewirtet hat, und das immer sehr hervorragend. Ja, dann ein Dankeschön an meine Familie, an meine Frau, an meine Tochter, an meinen Schwiegersohn. Dann ein Dankeschön an euch selber, die ihr so zahlreich trotz dem schlechten Wetter gekommen seid. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr das Wetter um einiges besser wird. Also ich drücke die Daumen. Ja, es sei noch gesagt, bedenkt, es ist das nächste Treffen 2022 in der ersten Septemberwoche. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist es, glaube ich, der 2. September. Der 2.9. ist ein Freitag. Ich muss hier wieder neu einsteigen, weil sich die Kamera ausgestellt hat. Ja, wie gesagt, nochmal am 2.9.2022, das ist der erste Freitag im Monat September, dort beginnt das Treffen, wie immer ab 15 Uhr. Dann der 3. September, also der 3.9., ist wie immer die Rallye, die ab 13 Uhr beginnen wird. Und Sonntag, der 4.9., ist der Abreisetag. Ab 12 Uhr ist dann die Veranstaltung zu Ende. Also vermerkt euch jetzt schon mal diesen Termin. Auch für die kommenden Jahre danach ist es immer die erste Septemberwoche im Monat und auch immer wieder auf dem SSV Roggendorf Tenhofen Sportplatz auf der Sinnersdorfer Straße 196. So, ich denke, ich habe jetzt alles euch erzählt vorab und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video zum Treffen. Bis dann, euer Markus. Tschüss. Einem kleinen Video zu meiner Rallye 2021. So, ich habe jetzt hier den Ernst, den Canis Lupus, neben mir stehen. Das ist der Hersteller unserer Rallye-Pokale und Ernst wird euch mal nur so einen kurzen Einblick geben in seine Arbeit, was das überhaupt für, ich sag mal, für einen Anspruch hatte, dieses herzustellen. Also hier ist Ernst. Ernst, danke ja, hallo. Erstmal.
So, Ernst, erzähl mal zum einen zu dem Panzerhandschuh, den du hergestellt hast. Aus wie vielen Zeilen besteht der jetzt so? Du meinst aus wie vielen Einzelzeilen? Einzelteilen? Ja, so in etwa. Wenn du schaust, an der Vorderseite der Rückenschild und das sind zwei, aber verschiedene Materialien, 2 mm, 1 mm, Stahlblech. Und das musstest du alle per Hand selber Ja. aufschreiben und auch die Schablonen, Du die du machst da. Papierschablonen, die Okay. passt du dir an der Hand, hast du ja gesehen, Ja. anhand der Zeichnungen, und dann treibst du das Blech. Ich habe angefangen mit denen hier, weil das sind die vier wichtigsten Teile. Die hier. Mit den Handrückenplatten, Genau, mit ja. den Handrückenplatten und mit dem Knöchelteil. Ja. Und dann musst du den Rest anpassen. Also Und du machst das einfach so, ich sag mal, aus dem Kopf aus her. Also du hast das also als Kunstschmied gar nicht gelernt. Also das ist Nein. also paschalweise nur Ja. Hobby für dich. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Hobby vom Ernst. Also er ist kein gelernter Kunstschmied. Er hat sich alles selbst beigebracht. Er hat auch die Werkzeuge dazu. Die gibt es nicht zu kaufen. Alle die Werkzeuge, die dazu verwendet werden, zum größten Teil stellt Ernst auch selber her. Ihr müsst auch sehen hier die Ätzungen und hier die einzelnen Muster, die da drin sind. Da kann man auch sehen, was das für eine Arbeit ist und auch hinter das ganze Material so herzurichten, dass es dann natürlich auch antik aussieht. Also das schwierigste Teil war der. Das nennt man den Knuckle Rider. Und den anzupassen hat 3 Durchgänge gebraucht, also 2 misslungen, bis der entstanden ist. Ja. Und dann natürlich, wenn man jetzt den Panzerhandschuh umdreht, wenn man jetzt hier so die Kettenglieder sieht Ja. im unteren Bereich, also im Unterarmbereich. Also kleiner geht nicht mehr, 5 mm ist genug, Ja. dass du glänzt. Wenn man jetzt rechnet, wie viele Stück sind das ungefähr? 800. Wenn man jetzt denkt, 800 Teile, man dreht sich da mit dem Wolf, sag ich mal, oder beim Einhängen. Also man verliert man den Überblick. Also wer häkelt oder strickt, kann sich das Ganze mal vorstellen, wie schwer das ist. Und wirklich jeder Eisen vernietet, das gesehen, ne? Ja. Und vor allem, wir sprechen jetzt hier über einen Panzerhandschuh, der voll funktionsfähig ist, wenn man ihn anzieht. Also das ist nicht nur ein Dekostück, was man einfach so hinstellen kann, man kann es auch benutzen. Also wenn man das jetzt für Ritterspiele, aber dafür ist es zu schade eigentlich. Also perfekt gearbeitet, also eine Top-Arbeit, also man kann ja nicht mehr dazu sagen, mir fehlen da eigentlich die Worte dazu. Das ist natürlich unser zweiter Platz. Es wäre natürlich auch schön gewesen, man hätte ihn als ersten Platz. Aber erster Platz war für uns wichtig, das Excalibur. Und Ernst hat sich da auch extrem viel Mühe mitgegeben, musste aber leider das komplette Schwert dann hinterher teilen, für es in den Stein zu machen. Ist eigentlich zu schade gewesen, aber Ernst hat mir das erfüllt. So, wir machen mal so ein paar Detailausschnitte, so dass ihr das mal sehen könnt. Und Ernst erzählt euch auch mal dazu etwas zum Stein, zu dem Schwert, zu den Verzierungen darauf, dass ihr mal seht, dass es hier bei der Kölner Rallye wirklich Exklusivpokale gibt. Nicht wie bei anderen Veranstaltungen, wo so 0815 Pokale hingestellt werden. Hier macht sich wirklich einer für euch die Arbeit und das fast 10 Monate lang. Und wenn jetzt wieder das Treffen vorbei ist, ist Ernst schon wieder eine Planung für euch fürs nächste Jahr, die Pokale herzustellen. Aber diesmal verrät auch Ernst mir das nicht. Ernst hat freie Hand von mir. Ich brauche mir hier keine Gedanken zu machen, die werden immer top, die Pokale. Aber jetzt nun zum Excalibur an. Erzähl mal, wie deine Vorgehensweise war. Ich war mit dem Stein ja. Da musste ich mich auch erst reinlegen, ich habe das noch nie gemacht. Aber da Ja. gibt es tatsächlich einen Spezialbeton. Ja. Den nennt man Stempelbeton. Stempelbeton, ja. Also der Stein ist hohl, mit so einem Gerippe, Ja. mit Stahlplatten drin. Ja. Und dann lässt sich mit so einer Matrize diese Steinplatten. Ja. Dann wird er bemalt, Ja. in 3, 4 Durchgänge und sieht das. Das sieht Ja. aus wie ein echter Stein. Wie ein echter Stein, auch schön mit Moos, alt, auf altgetrieben Ja. Moos bewachsen, mit Einschlüssen drin. Was hat das Schwert? War ein vollwertiges Schwert, das war Ja, drin von das Anfang habe bis ich drin, Ende. ja. Mit einer Blutkehle drin. Ja. Der Griff ist aus Bengeholz, aus Tropenholz. Also hört zu, Leute, das ist edles Holz, was eigentlich an Möbelbau verwendet wird. Die Ätzungen, da muss ich einem Kumpel danken, der mir die Folien gemacht hat, den Sascha Becker, wirklich hier erwähnen. Ja.
Auch ein Dank an Sascha. Ja, danke schön. Wir sind wirklich toll geworden, wie man sieht. Hätte ich ja gar nicht hinbekommen, weil es ist so fein. Ja. Ja, top, wir haben gestartet. Dann GS, das Ergebnis dafür. Wir werden es selber hören. Ja. Wirklich spitzenmäßig. Und ich bin selber mit meinem Namen auf dem Excalibur verewigt worden. Das ehrt mich sehr. Danke, Ernst. Bitte. So, dann haben wir als weiteres das Schild. Und das hat der Ernst mir zuliebe in Last Minute hergestellt. Das war was anderes geplant. Aber ich habe gesagt, zum Ensemble Schwert, Handschuh würde natürlich ein Schild sehr gut passen. Das ist der Ernst. Hat sich extra eine Woche Urlaub nochmal genommen gehabt und hat das für euch nochmal hergestellt. Also ihr dürft das nicht als einfach ansehen, das ist hinter mit Kunstleder. Kunstleder, ist das richtig oder? Nein, ich habe genommen Sperrholz. Sperrholz, ja. Dreifach verleimt, also 3x6 mm. Ja. Gebogen mit den Gewichten. Ja, genau. Mit mindestens 300 Kilo war das. Ein eigener Erpresser. Ja, mit Gewichten. Ja, genau. Ja, und hat das in Form gebracht, gestimmt. Dann habe ich hier auch geschwarzes Segeltuch. Ein Segeltuch, ja. Mit Kunstharz eingeschnitten. Ja. Umgeschlagen und dann eben bemalt. Ja. Das sind auch Schablonen von Sascha. Ja, nochmal. Sehr schön, ja. Ja, und dann hier habe ich genommen Tierhaut. Tierhaut, ja. Geschichten zu verarbeiten, wenn man weiß, kann das verarbeiten. Ja. Und die Stufe fast in die Welt. Ja, ja, genau. Wie Leder. Leder. Ja, ja, ja. Und der Abstand von mir war ich. Ja. Okay. Wenn du das nicht bedenkst, ja, sieht es so gut aus. Okay. Also man muss ja da und auch die Ecken hier, ne? Also ist auch ja nicht eine einfache Arbeit, in jeder Ecke, sag ich mal, so einen Beschlag zu machen, dann die Nieten. Und wir drehen mal ganz kurz das Schild um. Also man darf sich nicht vorstellen, dass das Schild einfach nur als Schild ist. Es ist ein vollwertiges Schild, wenn man es so kann. Kann man verwenden, ja. Ja, es hat Handschutz, glaube ich, ist das, nennt man das so, ja. Handschutz oder Armschutz? Oder ist das ein Armschutz? Und ich sag mal, so wirklich, es ist nachempfunden, wirklich wie die Schild. So haben wir das gebaut früher. Ja, genau. Das aus dem Grund, einer wäre zu wenig. Ja, genau. Ja, in der Bewegung kämpft. Genau. Das ist also wirklich nach den Originalschildern nachempfunden. Also das, was Ernst hier macht, auch der Panzerhandschuh. Also ist nachempfunden worden nach einem vollfunktionsfähigen Handschuh. Das sind also nicht nur Deko-Stücke, in dem Sinne Deko-Stücke, sondern es sind nachempfundene Teile, die es auch wirklich zu dieser Zeit, wo diese Sachen aktuell waren, auch so verwendet wurden. Ja, das sind wirklich tolle Sachen, Ernst. Dann muss ich nicht mehr. Du siehst keine Schrauben oder irgendwas. Nein, das ist wirklich. Alles genietet. Alles genietet. So wie es früher war. Früher gab es ja auch keine Schrauben. Ne? Es wurde natürlich nach den Vorbildern so gearbeitet wie das. Und ich muss euch sagen, Leute, das ist wirklich Handwerkskunst vom Feinsten. Weil ich selber aus dem Schlosserbereich komme, ich bin selber Handwerker und weiß, sowas wirklich zu schätzen. Ich hoffe für euch alle, die jetzt nicht dabei gewesen sind, aber die vielleicht nächstes Jahr dabei sein wollen oder möchten, dass so eine Arbeit wertgeschätzt wird. Also ich sag jetzt mal, wenn ihr diesen Film seht, teilt das Video. Erwähnt immer schön den Ernst bei euch in den Gruppen, wo ihr seid oder bei Freunden. Ich weiß, Ernst, der möchte das nicht. Ihr könnt zwar Anfragen stellen beim Ernst, aber ich weiß nicht, ob Ernst dafür Zeit hat. Er macht es eigentlich exklusiv für mich. Aber es soll eigentlich weiter rumheben, dass Ernst, sag ich mal, wenigstens damit in den Foren, im Internet, im Web erwähnt wird, als Künstler wirklich erstklassig, was er an Arbeit leistet. Nochmal danke. Danke, Markus. So. Danke. Alles klar, wir sehen uns später bei einem anderen Video. Bis dann, tschüss. So Leute, jetzt habe ich für euch nochmal ganz kurz, dass ihr auch seht, den Handschuh mal angezogen. Da ihr auch seht, dass das komplett funktionsfähig ist. Also wie zur Ritterzeit. Ne? Also da ist nichts, was nicht, also normal voll funktioniert. Man könnte jetzt hier, wenn man jetzt so nimmt, so ja das Schwert anfassen und mit kämpfen. Ihr seht so die einzelnen Gelenke. Scharniere, kann alles bewegen. Jeden einzelnen Finger einzeln, der Handschuh, also spitzenmäßig. So, ich hoffe, es gefällt euch.
teilt es in allen Foren, in allen Gruppen, dass jeder weiß, was Ernst und Günstler ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. So, hinter mir ist heute die Aufstellung der Sucher Rallye 2021 aus Köln. So, ich habe ein Kamerakind. Ja, ja. Der Sim ist mein Kamerakind heute hier. So, wo geht's lang? Wir gehen jetzt hier links rum. Sehr gut, alles klar. So, wollen wir versuchen. Ich kann schon mal sagen, das ist der Acker, der vor 3 Jahren auch unter Wasser stand. Wo soll den gehen? Das ist der Scheißacker. Lecker war, wie ich den schon wieder hatte, da hatte ich gedacht, es gibt nur Scheißwetter. Markus, mein Lieber, wie viele Teilnehmer haben wir heute? Heute sind 150 Teilnehmer auf der Rallye. Das ist ja schon echt richtig krass. Ups, ja, und ich schmeiße auch schon alles weg, aus Schreck. Ja? Ja, es sind also 150 Teilnehmer, also das heißt, Männer, Frauen und Kinder nehmen heute an der Rallye teil. Mir persönlich ist schon aufgefallen, im Vergleich auch zum letzten Jahr, dass auch der Frauenanteil mehr wird. Ja, die Frauen, die haben das Hobby auch jetzt für sich langsam gefunden. Ja. Ja, so wollen den Männern nicht nachstehen. Wir haben da wirklich ein paar talentierte Damen drunter, die wirklich gut im Suchen sind. Sehr schön. Und ich denke mal, der ein oder andere Mann, der wird damit zu kämpfen haben, dass er da besiegt wird. Ich glaube, heute Abend wird sich da so, sag ich mal, wirklich gut drüber unterhalten, wer da den ersten, zweiten, dritten gemacht hat, auch unter den Frauen. Allerdings, ne, wer weiß, wer auch heute beziehungsweise die Gewinne abstaubt, die sind auch echt richtig gut geworden. Ja. Also da kann man auch echt nur dickes Lob aussprechen. Ja, wollte gerade sagen, dem Ernst muss man da, kann man nicht genug danken dafür, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Ja. Das ist eigentlich schon unbezahlbar, also unbezahlbar, die Pokale. Also wenn man da rechnet, Ernst hat, glaube ich, für alle 3 Pokale seit letztem Jahr November bis dies Jahr im August dran gearbeitet. Fast 600 Stunden sind drauf. Das ist doch unglaublich, ne? Also von daher, das sind einfach Einzelstücke, ne? Und einfach dementsprechend auch von mir auch nochmal wirklich ein großes Dankeschön, dass du es wieder geschafft hast. Ja. Und ich glaube, da sind auch alle Teilnehmer auch sehr, sehr dankbar für. Ja. So, alles klar. Ich filme noch mal ein bisschen, wie die Leute hier rumlaufen. Ja, genau. Und dann kannst du ja, ne? So. Da, da, da. Im Gleichschritt, mein Lieber. Ja, Freunde, das ist doch eine Menge. Dann sehen wir uns gleich auf dem Acker. Und dann mache ich mich hier vom Acker. So. Machen wir noch mal kurz für einen Schnitt. Ja, logisch. Ja, aber das ist jetzt für Markus die Kamera. Also ist alles gut. Und hier kommen noch 2 Spezies, die müsst ihr euch gönnen. Sehr gut. Okidoki. Ja, ich filme mir gerade für Markus und für mich. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das jetzt machen soll. Aber passt schon, kein Problem. So, hier sind wir am Ort des Geschehens. Das ist aber nicht derselbe Acker. Eieiei. So, ist auch perfekt vorbereitet. So, die Jungs sind auch am Start. Wunderbar. So, guckt euch das an. Ja, ist doch so
gar nicht so wenig, ne? Die Bedingungen auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Auf jeden Fall frisch gegrubbert, aber ja, da wird der ein oder andere auf jeden Fall ein bisschen Muskelkater bekommen. Sehr cool auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Und jetzt sehen wir uns gleich nochmal. Eins runter und dann beginnt das. Die Such. Also, hier der ganze Acker, von da, wo ihr steht direkt, bis zum Schluss hinter dem Strommast, ist alles. Von rechts nach links, überall. Es ist also überall was versteckt. So. Drei, zwei, eins, los! So, ab geht die Post. So, alles klar. Jetzt gehen wir mal mitten rein in die ganze Geschichte. So, viel Glück. Dankeschön. So, mein Lieber, alle Jahre wieder. Ja, genau. Ja. Der Münzsauger. Der Münzsauger. Sehr schön. Viel Glück. Danke. Bitte. Läuft, wa? Ja, kommt mir die ganze Situation hier nicht klar. Ja. So jung und schon ein Deus, nicht schlecht. Oder was hast du? Nein, der ist von meinem Vater. Ja, ja, aber ist das ein Deus oder ein ORX? Ein Deus. Weiß ich nicht. Ist es nicht schlimm. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Na, wen haben wir denn da? Ja, servus. Servus. Daher. Zack, zack. Zack, zack. Ganz jawohl, schön. Weiter, weiter, weiter. Ja, viel Erfolg. Sehr geil. Hey, hier ist aber eine Schlammschlacht hier. Hart erkämpft wird es sein, der Gewinn. Oder die Gewinde. Gewinde, oh Gott. Na komm, Carsten, kriegst deine Sendezeit. Alter, ich bin gerade so im Stress, ey, es ist so schlimm. Ja. Ich brauche mehr ja. Münzen. Sowas von. Da-da-dam. Liegt aber alles oben auf. Ah, hier. Na guck. Hier ist die nächste. Liegt alles oben auf. Also wirklich ziemlich gut gemacht. Da irgendwo. Na? Das liegt aber jetzt. Ach, da ist sie da. Da ist die nächste Münze. Ja, bingo. Glückwunsch. Ja, okay. Gut. So, viel Erfolg. Danke dir. So, 5 Münzen hast du, ja? Ja, genau. Ja, dann noch viel Erfolg, ja? Danke. Okay. So, die nächste Geschichte noch mal ganz kurz. Ich gehe mir hier mal rein. So, wie viel hast du schon? Das ist jetzt noch nichts, nur Müll. Nur Müll? Nur Müll. Okay. Film ist okay? Ja. Okay, alles klar. Dann noch viel Erfolg. Danke. Darf man hier filmen? Ja? Und wie viel hast du schon? 2 Münzen. 2? Alles klar. Gut. Dann noch viel Erfolg, ne? Danke. Und wie sieht's hier aus? Wie viele Münzen? Im schon? Moment 3 Stück. 3 Stück? Oh, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, filmen wir mal weiter. Wie viele Münzen hast du? Ja. Wie viel? 4 oder 5. 4 oder 5? Oh, sehr gut. Na, wie sieht's hier aus?
Drei? Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Nee, oder? Nee, ist gut. So, dann gucken wir uns das mal an, ja, wie das hier professionell läuft. Naja, ich bin aufgeregt. Ja? Ja. Das ist in Ordnung. Hier ist sie. Sehr cool. Ja. Dann läuft doch. Mhm. Dann noch viel Erfolg, ne? Ja, danke schön. Bitte schön. So, weiter, weiter, weiter. Hi, na, wen haben wir denn da? Wie sieht's aus? Drei Stück schon. Drei? Ja. Okay, sehr schön. Dann gib Gas, gib Gas. Ich möchte dich rennen sehen. Ja, okay. Kann das sein, dass du vielleicht die Spule irgendwo liegen hast und hast außerdem das Gerät angemacht, dann geht die Spule nicht mal. Dann geht dann die Spule nicht mehr aus. Das ist mir schon mal passiert. Ich hatte die Spule jetzt drin gehabt. Stell die Spule weg, geh ein paar Meter weiter. Ich sag jetzt mal so, wo er da steht, er empfängt die Spule. Ich schalte alles aus und mein wäre also auch so, die Spule bleibt an. Und dann ist sie weg. Ja, die Spule bleibt immer an. Die ist ja nein, die bleibt auf Standby, aber nicht an. Die geht ja nur an. Weil die hingen die Nacht über jetzt am Ladegerät. Hier wird sogar direkt vor Ort geholfen. Ist das nicht ein Traum? Markus, du bist ein Schatz. Ja, die Rallye voll im Gange. Und man merkt so langsam, wie die, sag ich mal, Funde zusammenkommen, beziehungsweise wie ja, unterschiedlich, sag ich mal, die Anzahl der Münzen mittlerweile ist. Und ja, man merkt auf jeden Fall, einige haben erst drei, manche auch schon über 10. Also es läuft, es wird spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, richtig cool. Also ich sag mal, nee, das war im letzten Jahr auch nicht. Also wir hatten im letzten Jahr auch 5.500 Münzen so circa versteckt gehabt. Und ich hatte wiederbekommen 4.200. Mhm. Also es war wirklich relativ gut, ja. Und ich denke mal, wir werden also auch, auch wieder 4.000, wenn wir wieder zurückkriegen. Sind jetzt so wie im letzten Jahr 5.500. 20%, ja, bleiben wir mal, ja. Und die haben jetzt auch noch Glück, der Boden ist schön weich. Man hat auch gute Signale jetzt dadurch, sag ich mal. Im letzten Jahr war der Boden noch trocken gewesen, also da verschluckt der Boden. Wenn der staubig ist, dann kannst du nicht so gut die Signale detektieren, wie wenn der so feucht. Letztes Jahr war ja diese mega Trockenheit. Genau, ja, da war ja alles pulvertrocken gewesen. Ja. Ich meine, das ist genauso richtig. Das ist so der Übergang zwischen nicht mehr möglich mit matschig und zu trocken. Dann verliert ein Detektor durch die Lufteinschlüsse im Boden an Leistung, an Tiefe. So. Jetzt hört ihr mal alle zu, ganz kurz. Die Funde, die ihr macht, übernimmt sofort jeder Schiedsrichter. Es wird nichts in die Hosentasche gesteckt und dann hinterher rausgeholt und dann dem Schiedsrichter gegeben. Alles nur, was der Schiedsrichter sofort in die Tüte steckt, zählt. Ihr habt, wenn ich auf Los sage, 30 Minuten Zeit, um eben das zu finden, was noch überall ist hier auf dem Feld. Das wird doch genügend sein. Wie gesagt, der Schiedsrichter beobachtet das. Er hat hinter auch die Zahlen von euch. Allen gewinnt einer den ersten, zweiten, dritten. Und das geht bis 13. Also gewinnt eigentlich jeder was von euch. Nur die ersten drei Preise sind die Pokale und die Selektoren. So. Ich später mal gucken auf die Uhr. Um 15:45 fangen wir genau an, in 2 Minuten. Dann habt ihr bis 15:45 Zeit. Viertel nach, ich gleich. Los geht's. So, jetzt ist hier das Finale. Und man kann eigentlich ganz gut und überschaubar jetzt erkennen, wie das jetzt abläuft. Jeder Sucher hat einmal einen Schiedsrichter mit dabei. Und hier liegen noch genug Münzen, aber wer natürlich jetzt die meisten findet, das ist natürlich eine spannende Angelegenheit. Ne? Und damit man auch sieht, dass hier alles korrekt abläuft, ich habe jetzt hier die Fundtüte für meine Nummer und alles, was er findet, packe ich ein, dass er halt einfach nicht bescheißen kann. Ne? Nimm es einfach mal beim Wort. So, dann wollen wir mal gucken. Ne? So. So, dann sieht man mal, wie hier im Finale gearbeitet wird. Hier ist auf jeden Fall jetzt schön zackig, zackig.
Egal, weiter. Macht nichts. Ja, der ist natürlich ein bisschen. Ist man jetzt auch ein bisschen nervös, ne? Weil es geht natürlich um den Gewinn. Vorsicht, nicht stolpern. Oh ja. Mal gucken. Das ist nicht schlimmer. Ich denke, das Eisenbein ist zu ist tief. Zu tief. Ist nicht tief. Na, such mal weiter. Ja. So. Yes, 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 super. Yes, yes, yes. Glückwunsch. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Ja, man merkt auf jeden Fall, da jetzt geht's hier wirklich rund. Emotionen kommen auch ein bisschen hoch. Man möchte ja auch jetzt gewinnen, ne? Wenn man jetzt die Chance hat. Aber ich habe hier auf jeden Fall jemanden, der ist sehr motiviert und flink dabei. Ja, ich weiß noch nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ist ein bisschen Zeit ist schon vergangen, wie man sehen kann. Eine Münze haben wir jetzt auch nur. Zweimal Müll. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Egal, gib her. Und weiter. Wir sind hier nicht. Ich bin ja ein Schiedsrichter, aber ein fairer und ein guter. Hab ich gelernt. Wir verraten nichts. Ferrari Testarossa. Yes. Ja, oder? Ah, egal, weiter, 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 weiter. Ist egal. Aber ich freue mich mit. Wenn es klappt. Wir haben bisher eine Münze und ein paar Mal Müll schon gefunden. Man merkt, es ist auch wirklich zum Schluss gar nicht mehr so einfach. So, weiter, weiter. So. Guck mal, ob da noch welche sind. Daniel, jetzt musst du gucken, der nächste. Was ist der nächsthöchste? Wenn ich jetzt noch einen davon habe, der am höchsten ist, weil die zwei machen erste, zweite Platz. Die müssen darum jetzt nochmal aufeinander drauf. Das ist Müll. Gar nichts. Ja, nichts. Also ist da nichts. Null. Dann kommen die Dreier. So, zwei. Hm? Einer. Weg. Der ist leer. Dreier. Hier ist mehr drin. Wie viel sind das? Drei. Auch ein Dreier. Das sind auch drei. Ich muss mal gucken, dann müssen die auch nochmal stechen. Die Dreier? Ja, sicherlich. Zwei Dreier und zwei Sechser. Und zwei okay. Sechser. So, okay. Also. So, wo sind die zwei Dreier? Gib mir mal den zweiten. Ja, da. Okay. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht so, ihr müsst jetzt mir zuhören. So, die 51 und die 111. Ja. Die kämpft jetzt nochmal 10 Minuten. Oder, ja, 10 Minuten um den ersten und zweiten Platz. Die 65 und 81, die kämpfen um den dritten Platz. Okay, macht so. 15 Minuten. So, 15 Minuten. Ja, ich weiß nicht, wer ja. Jetzt der von genau der Schiedsrichter war. Schiedsrichter genau von den Nummern. 111. 65. Nee, 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 nee. Ja, wir schießen. Leere Tüten. Leere Tüten. Keine Tüten. Okay, leere Tüten. Okay. Leere Tüten. Komm mal her mit den Tüten. Nee, aber dann weiß ich schon nicht, wer davon, wie heißt es, die meisten hatte. Nee, nee, lass die drin. Lass die drin. Der Schiedsrichter. Lass die drin, der Schiedsrichter packt rein und wir zählen. Wer ist 51? Keiner? 51, wer war die 51? Ja. Ja, das war mit der Tüte nehmen. Also der Schiedsrichter. Voll machen, um den ersten Platz. So, nochmal diese ab jetzt, wenn ich jetzt da. Ja. So, jetzt können wir nochmal dran suchen, diejenigen. So, ab jetzt. Dann ist der 6 hatte, ne? Ja. 6, okay, das muss ich halten. So, halt mal die fest. 6, also das waren die 6er, das waren die 3er? Das waren die 3er, genau. Der kommt so, und jetzt muss ich wissen, was die anderen haben.
Ja, ist auch schön. So, das waren 6er, ne? Das waren 6er, das waren 3er. Ne? Ja, das waren 3er, sind jetzt auch 6. Ja. Das heißt, das müssen 7 sein. Ja, genau, 7. Und aber der zählt aber für den Platz 3. Ja, ich habe einen Stift, da können wir es direkt gleich drauf aufschreiben. Ja. Dann haben wir die Plätze hier fest. Nein, 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 wir machen das anders. Nein, nein, wir haben das jetzt so. Gib mir mal den vierten Platz, bitte. Penislänge vergleichen. Also sind jetzt hier auch 7. So. Wo ist die 111 nochmal? Wer ist 111? So, komm mal her. 111. 111. Und du bist die 51. Ja. Wir machen das jetzt anders, weil ihr wieder gleich seid. Ja? Ich will hier keine Halm ziehen. Ich weiß auch wirklich nicht von euch, wer wie viele Münzen zuerst hatte. Also erst Durchlauf. Beim ersten Durchlauf. Und wer jetzt davon im ersten Durchlauf mehr hat, hat jetzt gewonnen von euch beiden. Weil ihr habt wieder beide gleich. Ich kann jetzt nicht nochmal eine Viertelstunde aufmachen. Ja? Nee, also der erste Durchlauf. Oder ihr könnt dann, oder könnt, warte mal, wir können das erst auch so, das können wir unter euch machen. Wir können auch jetzt hier unter allen Halm ziehen machen. Erster und zweiter Platz. Erster und zweiter Platz. Haben wir schon wieder gleich oder was? Finde ich geil. Ich habe gleich gezählt. Ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt. Ja, ich würde es hier machen. Wir machen das jetzt. Ja, hier auf dem Acker macht man das. Ihr macht es hier also auf dem Acker. Pass auf, ihr könnt, ich das gut. Wie ihr sagt, ich kann das. Kopf oder Zahlen fertig. Oder das, ja. Kopf oder Zahlen, ja. Guck mal, eine schöne raus. Ja, so, pass auf. Nimm mal eine große Münze aus der Tüte raus. Ja, ja. Ich bin nur Schiri. Sag mal her. So, nee. Pass auf, nee. Grün oder Silber? Grün, was? Grün. Okay, ja, nicht Silber. Okay, machen wir es so. Was das fallen? Ja. Nee, nee, nichts fallen lassen. Nee, auf dem Boden. Nee, ja, nee, nee, schön Schlipser. So. Genau, so. Ihr guckt, ich mach das. Ja! Hey! Geil. Kommt ihr wieder da rein, dann ist er bei mir. Na, sehr gut. Da hat er heute seine Deus-Fernbedienung verloren und ist auch noch gewonnen. Ja, der 1,50 schon. Guck mal, hast du. So. Die Gewinner der diesjährigen Rallye von Platz 13 bis Platz 4 bekommen von mir jeweils ein Set und eine Medaille. Ich darf jetzt natürlich nicht den Hersteller, das ist einer von meinem Stammtisch, der hat für euch die Medaillen hergestellt. Das sind Messingmedaillen, also auch hochwertig verarbeitet. Und von mir, die meisten kennen ja mein Restaurationsset, bekommt ein Restaurationsset dazu. Ich lese jetzt die Namen vor und alle, die kommen, das ist von Platz 13 bis 4, und weil das alles gleich ist, muss ich ja nicht viel zu sagen. Also ich fange nochmal an. Mit dem Armin Hartwagner, Justin Distler, Stefan Ali, Jonas Bender, Dennis Lebert, Mike Lindner, Waldemar Heidebrecht, Kai Wickel, Alexandro Drejcevic, Michael Wolf. So, für die können wir euch mal klatschen, das werden wir für die eben noch. So, jetzt nimmt sich jeder von euch selbst mit der Medaille rüber und nachher möchte ich ein Gruppenfoto von allen Gewinnern, wenn ich die ersten drei Plätze, dann kommen die dann in die Mitte und dann, oder ihr könnt direkt stehen bleiben, dann machen wir direkt ein Gruppenfoto. Aber nehmt eure Preise, weil die Gewinner auf die Bilder müssen. Ja, bitte. So, jetzt kommen die drei Hauptgewinner. Also fangen wir mit dem Platz 3 an. Das ist der Guido Tuccio. Oder ist er richtig? Tuccio? Ja, ist er Tuccio. Tuccio, ja, ich bin ja kein Italiener. Guido, wo bist du? Sei hier. Der ganz hinten, der kommt gerade an. Von ganz da hinten. Von ganz da hinten. Guido mit der roten Hose und mit dem Loch zwischen den Beinen. Der hat das noch ja nicht gehört, oder? Doch, da kommt er. Guido, schneller. Schneller im Keller. So, Guido. Du bist der Gewinner des dritten Platzes, das heißt, du bist der Träger dieses Schildes und der Gewinner dieses Detektors, eines Bounty Hunters von der Firma Abenteuer Schatzsuche. Das ist vom Jochen Reifenrad. Ich weiß nicht, ist er wieder weg? Jochen, bist du wieder weg? Winke mal. Der ist tatsächlich weg, wa? Jochen, sag mal hier. Ne, Jochen ist weg. Ja,
Wie gesagt, der Metalldetektor ist von Jochen Reifenrad und das Schild ist einer der drei Hauptpokal, wo unser Arzt das gemacht hat. Und der Arzt sitzt da hin, der ist hier ganz bescheiden, hält nur sein Handy hoch. Der will auch nicht mit hier aufs Müll scheinbar. Möchtest du die Sachen nicht übergeben, wenigstens deine Sachen übergeben? Das kannst du doch machen. Und du kannst jedem Klaps geben, so einen Ritterschlag. So einen Schlag in den Nacken, ey. Mag ich das anfangen? Nee. Ja, das ist zu groß, ne? Das ist zu groß, ne? Das ist zu groß. So. Ihr könnt klatschen. Ernst hat er überreicht, er hat überreicht mal und dann gedeckt er uns da vorne der Erste, ja? Die Karte wegnehmen. So. Du musst den Arm da durch. Tu mal den Arm da durch, genau, halte fest und den Detektor in der anderen Hand. Wir machen gleich ein Gruppenbild mit allem und der Arzt in der Mitte. So, Platz Nummer 2. Hätte auch Platz Nummer 1 sein können, aber ich habe das so entschieden und weil ihr so wolltet. Platz Nummer 2 geht an Florian Fuß und der hat gewonnen den Garrett Ace 300 von der Firma DTI von dem André Günther, dem gehört die Firma, und dieser Panzerhandschuh. Also, da kann er sich echt stolz schätzen, das ist eine Arbeit. Ich habe ihn eben angehabt, es gibt auch hinter Video drüber, der ist also voll funktionsfähig. Also, man kann alles mit dem machen, festhalten, greifen. Ein Top-Preis, da hat der Arndt wirklich viele, viele Stunden vorgesessen. Und viele, viele Stunden musste die Frau das Elend angucken und zugucken. Also, jetzt müsst ihr aber so klatschen, dass der Arndt richtig rot wird. Richtig rot wird. So, und der Florian. Florian, komm her. So, jetzt musst du einmal Danke Arndt sagen, dann musst du um den Hals fallen und sagen, großer Meister, ich bin es nicht würdig. Ich bin es nicht würdig, so einen Handschuh zu bekommen. Okay, so komm. Ja, du musst den Handschuh überreichen, ich mach den Detektor. So. Super. Willst du gar nicht weggeben, ich wollte auch eins behalten, ja. So. Mach ein Foto zu Hause, wo du hinstellst und schick mir das mal, dass man das eben lesen. So, jetzt der Hauptgewinn. Der erste Platz geht an den Markus Weck. Müller? Mühr oder Meurer oder Meuer? Müller. Okay, Weck Müller. Und das ist jetzt der Apex. Der ist Apex von der Firma DTI und das Schwert Excalibur. Aber eigentlich ist es das Schwert von Brüsche. Hier steht es drauf. Stimmt, ne? Die Brüsche-Genehmigung. So. Also, wo ist er denn? Traut er sich jetzt nicht? Los, komm her! So. Und jetzt für den ersten Preis. Und erstmal für den Arndt. Das ist auch wieder eine Meisterleistung. Ich habe das Schwert in komplett gesehen. Es ist schade gewesen, dass der Arndt hat es für mich abgebrochen. Normal wäre es komplett gewesen. Aber wie gesagt, das muss man ja auch mit transportieren. So, ein Riesenapplaus für die beiden. Und ich hoffe, das hat jedem gefallen, die Rallye dieses Jahr wieder. So. So. Das Motto der nächsten Rallye wird nicht verraten. Auch ich weiß nicht Bescheid. Arndt hat jetzt freie Hand, muss man keine Gedanken machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer jetzt nach Hause gehen möchte und keine Lose hat, kann natürlich jetzt gehen. Wäre natürlich schade. Gegen 20 Uhr, kann auch 20:30 sein. Oder 23 Uhr, ich weiß es noch nicht. Wird die Verlosung gemacht. Ich will ja was noch von dem Treffen haben. So, und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, jetzt seid ihr am Ende des Videos angelangt. Noch ein großes Dankeschön an mein Kamerakind Sim. Wer ihn noch nicht kennt, also Sim hat selber einen YouTube-Kanal. Und ja, wenn ihr wollt, schaut bei ihm vorbei. Er hat auch tolle Videos. Er kommt aus dem Norden. Er ist viel im Norden unterwegs, sowie auch in Dänemark oder Polen.
Also wie gesagt, nochmal Dankeschön Sim an dieser Stelle und euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Markus. Tschüss.